Und das heißt, unser nächstes Spiel. Da fehlt dir so ein Drei-Punkte-Spiel. Dann lässt du das gar nicht mehr zu. Ja, aber das nächste Spiel ist für dich ein Matchballspiel. Und es heißt so. Spiel 14, der Wackeldraht. Ganz schnell aufgebaut, aber schwierig. Ein Geschicklichkeitsspiel. Alles okay? Ja. So, kommt beide an den Tisch ran, bitte aber noch nichts anfassen. Lasst mich erst die Regeln erklären. Ihr müsst die Kugel vom roten Drahtteller in den grünen Drahtteller befördern. Also, beide aufnehmen, umfüllen und dann den grünen Wackeldraht auf dem Tisch ablegen. Was ihr mit dem roten macht, ist mir egal. Wichtig ist, der grüne mit der Kugel auf dem Tisch abgelegt. Was ihr nicht machen dürft, der ist Björn Plan, und ne? Stefan, was ihr nicht machen dürft, den Tisch als Hilfsmittel benutzen. Ihr müsst die Kugel in der Luft umfüllen. Vom roten in den grünen ablegen. Okay? Ihr spielt abwechselnd und habt pro Versuch 45 Sekunden Zeit. Wer von 5 Versuchen jeweils mehr erfolgreich hat, beziehungsweise abschließt, gewinnt dieses Spiel. Du die Sendung, du verkürzt. Doch, habe ich gerade gesagt. Ja, aber 45 Sekunden pro Versuch. Ja, aber wenn ich jetzt nach 10 Sekunden den drin habe, kriege ich die Zeit nicht beim nächsten Versuch. Nein. Du hast pro Versuch 45 Sekunden Zeit. Das heißt, ich gebe das Kommando, ihr nehmt die beiden Wackeldrähte auf, versucht umzufüllen und abzulegen. Dann ist es erst gewonnen mit der Kugel drin. 5 Durchgänge? 5 Durchgänge, genau. Und wer von diesen 5 mehr gewinnt? Gewinnt. Also Durchgang ist sozusagen erfolgreich beendet, wenn das gelbe Ding in dem grünen ist und hier auf dem Tisch liegt. Ja, nicht anfassen. Richtig? Ja. Du hast es auch verstanden, Björn? Ja. Spiel 14, ganz, ganz wichtig. Und wir losen das Ganze aus. Wer von euch beiden beginnt? Rot für Björn, blau für Stefan. Und es ist rot. Du legst vor mit deinem ersten Versuch. Auf mein Kommando darfst du erst anfassen. Bist du bereit? Auf die Plätze. Darf ich noch fragen? 45 Sekunden. Wenn ich bis da nicht geschafft habe, gilt der Versuch als nicht erfolgreich. Genau. Ja? Okay. Verstanden, ne? Alles klar. Mhm. Du hast es verstanden, ne? Umgefüllt, abgelegt, erst dann ist der Versuch gültig. Gut. Die Zeit startet auf mein Kommando. Ist das dann beendet, wenn das Ding auf dem Tisch liegt, das Grüne, und ich es nicht mehr berühre? Ja. Oder wenn die Kappe... Genau. Du legst den Wackeldraht ab, die Kugel ist drin und du gehst weg. Alles klar. Also wenn mir der beim Ablegen noch da rausfällt, gilt das nicht. Das ist ein Fehlversuch. Das Teil vorher aber schon den Tisch berührt hat. Ja, das ist ein Fehlversuch. Okay. Du musst ruhig liegen. Björn, bereit? Mhm. Mein Kommando. Und ich muss beide auch in der Hand halten. Beide in der Hand, in der Luft umfüllen. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Also das natürlich... eine Geschicklichkeitsgeschichte. Denk an deine Zeit. Es sind noch 30 Sekunden. Noch also 30? Er hat noch Zeit. Der ist weg. Der ist ungültig. Weg. Erster Versuch. Nicht geklappt. Okay. So, ich leg sie beide also noch hin. Okay. Ihr habt es verstanden, ne? Das Prinzip ist klar. Mein Kommando auf welcher Hand, Stefan, welches nehme, ist wurscht. Ist völlig egal, wie du was machst. Nee, noch nicht anfassen, bitte. Okay. Auf mein Kommando. Auf die Plätze, fertig, los. So, wie regelt er das jetzt mit diesen beiden Drähten, Drahttellern? Also die gelbe 30 Sekunden. Muss vom roten in den grünen Teller und dann muss der grüne Teller auf dem Tisch abgelegt werden. Filigran. 20. Geht er in Führung? Das ist unglaublich schwierig. Das kann man hier erahnen, wenn man zuschaut. Jetzt kommt er wieder mächtig ins Spiel. 10 Sekunden noch und da ist die Kugel raus. Das heißt, bleibt beim 0:0 nach Durchgang 1. Nächster Versuch. So, Björn, er muss gewinnen. Will er im Rennen bleiben?
um die für ihn 500.000 Euro gewinnt. Raab hier, diesen Wackeldraht, steht der Jackpot am 16. März auf 1 Million. Björn? Aber der hat hier noch keine Sekunde ans Aufgeben gedacht. Björn, toller Kandidat. Auf die Plätze, fertig, los. Er braucht jetzt auch ein bisschen Glück und eine ruhige Hand. Sekunden. Ja, die Taktiktechnik ist da schon zu erkennen. Kann er das zusammenhalten? Kann er das zusammenhalten? 20. Ja. Gut, junger Mann, gut. Das ist der Punkt. Gültiger Versuch. Alter Schwede. Okay. So, natürlich hat Raab da jetzt genau hingeschaut. Bereit, Stefan? Auf mein Kommando wieder. Noch nicht anfassen, bitte. Auf mein Kommando erst. Auf die Plätze. Noch nicht anfassen. Fertig. Los. So, er zieht nach hier. Sein zweiter Versuch. Kann er ausgleichen. Hat sich das abgeschaut. Noch 30. Aber kann das auch umsetzen? Verwringung des gesamten Körpers bei Raab. Noch 20. Ich kann das auch ruhig mit zwei Händen anfassen, ne? Oder? Muss ihn ablegen. Hä? Ja. Aber natürlich darf er den Draht nicht zur Stabilisierung anfassen. 10 noch. Kindergeburtstag. Aber er schafft es. 1-1. Und auch dieser Versuch ist gültig. Gültig. Das ist gültig. Wichtig, nochmal, nur für euch beide. Der Griffe anpassen, ne? Ihr beide eben gerade den Draht berührt. Das solltet ihr natürlich nicht tun. Ihr könnt nicht mit der zweiten Hand den Draht stabilisieren, dann fasst ihr vorne an und gleich das auf. Du hast es gemacht. Genauso wie Björn. Den Draht angefasst? Ja. Nein. Doch. Ihr auch? Björn hat es auch gemacht. Beide hast du gesagt. Ja, ihr habt beides gemacht. Wenn das normal vorkommt, Björn und Stefan für euch beide, dann ist der Versuch ungültig. Okay. Wir achten da jetzt ganz genau drauf. Ja? Der dritte Durchgang. Björn, dein dritter Durchgang. 1-1 steht's. Mein Kommando auf die Plätze. Fertig. Los. Also, und wir sehen, natürlich zittert das Händchen da. Du hast den Finger da schon wieder in der Nähe, bitte, Björn. Okay, da vorne, das ist nicht erlaubt. Also es ist aber alles noch im grünen Bereich. Wir haben hier die Kamera dicht drauf. Das ist alles in Ordnung, was Björn da macht. So, kriegt er die Kugel rüber, muss das dicht halten. Hat die Kugel aber verloren. War auch schon gültig. Müssen wir wirklich beide aufpassen, mit dem Daumen ein bisschen da am Draht. Gleiches gilt natürlich jetzt auch für Raab. Nicht also mit dem Daumen das am Draht. Gerne genau. Aber Björn hatte eben seinen Daumen da, das heißt, er hat ihn nicht am Draht. Ich möchte nicht, dass ihr den Daumen am Draht habt, sondern nur an dem Griff, okay? Mein Kommando wieder. Warte, Stefan, dürft ihr anfassen. Mein Kommando darfst du anfassen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Chance zur Führung beim Wackeldraht. Raab. So, bei der Technik haben sie sich geeinigt, wie sie das machen wollen. 30. Der ganze Körper geht wieder mit bei Raab. Hat er die Kugel sicher? Sieht gut aus. Sieht gut aus. 20. Oh ja. Und er hat... Nicht den Draht anfassen? Ich habe den Draht nicht angefasst. Und ich fasse ihn auch nicht an. Ja, war korrekt. So! War gültiger Versuch. Führung für Stefan. Nochmal. Ja. Gewinnt Raab Wackeldraht, gewinnt er den Abend. Aus der Traumflaumbaum für Björn. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber natürlich, wenn er jetzt die Kugel fallen lässt, dann... Dein nächster Versuch. Auf mein Kommando erst anfassen, Chancen bitte. Erheblich. Gleiche 45 Chancen für beide. Sekunden Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, je weiter unten man anfasst, desto... instabiler natürlich die ganze Geschichte. So, er versucht natürlich jetzt wieder
Deckel drauf und schafft das diesmal, das so zusammenzupressen, dass die Kugel nicht wieder rausfällt. Das ist ihm zweimal schon passiert. Und dann eben nicht dieser Flutsch-Effekt. Stark, stark, stark. Und er ist nicht mit den Fingern am Draht. Er legt ab und er macht den Punkt. 10 Sekunden noch. Gültiger Versuch. Gut abgelegt. Punkt zählt. So, Stefan kann wieder vorlegen. Und damit natürlich einen schier unermesslichen Druck auf Björn aufbauen. Gut, auf mein Kommando wieder, Stefan. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der mag gar nicht hinschauen. Also. Herbst, nächster Versuch. Geht er wieder in Führung. Wackelig. Jetzt hat er 30 Sekunden. Den Deckel auf dem Topf. Hält er jetzt. Es hält. Haben sich beide gut angetastet. 20. Schwankt, aber er hat's. Aber er hat's. Ohne mit den Händen am Draht zu sein. Jetzt ist sauber abgelegt. Gültiger Versuch. Ja, baut den Druck auf. Und das heißt, um noch eine Chance zu haben, muss Björn jetzt erfolgreich sein. Und dann hoffen, dass Raab scheitert. Das Björn, der muss sitzen jetzt. Du hast letzte Buschi Chance. Gehört. Letzte Chance, um drin zu bleiben. Auf mein Kommando legst du wieder los. Volle Konzentration. Einmal kurz durchatmen. Auf die Plätze, fertig, los. 1.27 Uhr am Sonntagmorgen und der zittert. Wer will es ihm verdenken? Oh. 30 Sekunden. Bleibt stark. Jetzt muss er aber ablegen. Er darf jetzt nicht rausrutschen. Er muss sicher ablegen. Dann schauen wir mal, was Raab macht. Geht's hier in die Verlängerung? So. Passt. Passt. Gültiger Versuch. Aber wenn Stefan es jetzt schafft, Stefan, dann gewinnst du die Show. Ich leg das Ganze nochmal hin. Ja, ich weiß. So. Auf mein Kommando wieder, Stefan, darfst du anfassen? Kurz vor halb zwei. Warte. Jetzt ist gleich vorbei. Auf die Plätze. Oder geht's noch ein bisschen weiter? Fertig. Los. Schau, ob der den Jackpot auf 1 Million. Startet er eine neue Serie. Vorsicht mit den Fingern, dann nicht an die Drähte kommen. An die Wackeldrähte. Raab mit Matchball in jeder Hinsicht an diesem 30. Abend. Ist der entscheidende Moment dieser Schlag in Raab-Sendung. Wieder geht der ganze Körper mit. 20. Und er 15. Hat die Kugel im grünen Teller. Er hat noch 10 Sekunden. Und wenn er es hat, hat er den Abend und der Jackpot steht bei 1 Million am 16. Ja, er schafft es! Damit haben wir einen Gewinner, meine Damen und Herren. Und leider auch ein Verlierer, Björn. Ganz toll gemacht. Und Elton und Corinna kommen netterweise rein mit den Geldkoffern. Der Jackpot erhöht sich um weitere 500.000 Euro. Das bedeutet, beim nächsten Mal geht es um sage und schreibe 1 Million Euro. Sie können sich bei uns natürlich bewerben für die nächste Schlag den Raab-Ausgabe am 16. März. Jetzt erstmal wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin des Autos unten eingeblendet. Ein fantastischer Kandidat im neuen Jahr 2013. Sehr sympathisch. Leider nicht geklappt. Björn, vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Einschalten. Denken Sie dran, Bock-WM steht vor der Tür. Und natürlich die nächste Schlag den Raab-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Abend und tschüss.